Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute schauen wir uns nochmal ein bisschen was aus dem Adventskalender an. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, sind wir heute auf der Karte Lemmental V3 unterwegs. Und neulich, ich weiß gar nicht mehr genau an welchem Tag, auf jeden Fall vor kurzem, gab es ein Repaint Pack für Lemmental für die MANNL von Sobol. Also den Download-Link, findet ihr dann in der Videobeschreibung. Das Repaint Pack könnt ihr euch halt leider nicht mehr herunterladen, dafür ist es zu spät. Aktuell gibt es die Repaints auch nur in der Solo-Variante, also für den A20, 21, 26 und 37. Und es stand auch dabei, dass weitere Repaints später folgen. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch zeitnah was für die Gelenkbusse erscheint. Wir fahren heute mal mit so einem Kollegen, das ist ein A21 und ich finde diese Werbungen, die der hat, echt cool. Also immer solche kleinen, ja, Werbetafeln, hier steht gerade ein Kollege. Also, ja, ich finde es irgendwie cool. Wir stehen also... Echt guter Spawnpunkt. Wir stehen hier fast hinter, wenn ihr euch das mal anschaut, stehen ja eigentlich parallel zueinander. Naja, wir sind heute auf der Linie 450 zum Adlersbruch unterwegs. Das bedeutet also einmal die ganze Tour. Okay. Dann einmal anmelden, Linie 450, 00. Route ist dann vielleicht 1. Adlersbruch, das klingt doch schon mal gut. Das Ganze einmal kontrollieren. Ja, Adlersbruch klingt gut. Standen wir mal Motor. Ja, Vorratsdruck. Lichter sind wichtig. Feststellbremse und Gang rein. Dann fahren wir mal los. Jetzt fährt auch der Kollege hinter uns los. Habt ihr ja wahrscheinlich an dem Türpiepen gehört. Also, zu dem Bus an sich. Gut, das war schlecht gefahren. Ich muss sagen, ich habe bei dem Bus manchmal so ein paar Probleme. Ach nee, Bus. Nächste Haltestelle, Lemmental-Odiansweg. Ja, da sind wir noch nicht. Wir kommen jetzt erstmal zum Zopp. Ich glaube, da melde ich mich einmal nochmal neu an. Und zwar verstehe ich das mit der Türfreigabe nicht so. So. Ihr wartet mal, ihr geht jetzt noch nicht rein. Ich melde mich einmal wieder neu an. Linie 54. 0. Route 1. Steht immer noch Odiansweg. Naja, egal. Ihr könnt rein. Gut, dann warten wir mal bis zum Hallo. Heizung? Hallo. Ja, die verstehe ich nicht. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Ja, okay, also Kassenansicht gibt es hier keine. 12, 20, dann gibt es eine 80 und 3 zurück. Danke. Bitte. Guten Tag. So, wir können mal Motor aus. Und zwar mit der Türfreigabe. Also, hier ist es ja, wie ihr sehen könnt, so gelöst. Die erste Tür wird händisch aufgedrückt, die zweite Tür ist mit der Freigabe. Nur blöd, nur dass bei mir die Freigabe nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, ich kann sie reinmachen, die Tür geht auf, sie geht aber nicht mehr zu. Das bedeutet, was ich auch ziemlich cool finde, ist, du kannst einfach trotzdem auf der Tastatur die zweite Tür aufmachen. Also auch wieder zumachen. Obwohl ihr hier seht, dass der Knopf so eingedrückt ist, dass du das eigentlich, also mit der Maus kannst du das nicht machen. Die erste Tür kannst du mit der Maus auf und zu machen. Das geht ohne Probleme, aber die zweite Tür halt nicht. Ich kann auch Haltestellenbremse oder so reinmachen, aber da habe ich ungute Erfahrungen. Einmal bin ich gefahren und dann, ja, gut. Habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft, die Bremse zu lösen oder ich habe den Bus abgesenkt und dann habe ich ihn nicht mehr hochbekommen. Ja, solche kleinen Sachen halt. Wir können mal schauen. Genau, in einer Minute fahren wir hier los. 451 hier, die dann der Kollege ist, wird auch in einer Minute los und dann warten wir einmal wieder, bis er uns nachgeladen hat. Die stehen halt hier auch immer gefühlt, bis sie schon plus 1 haben und fahren dann halt erst hier hin. Zur Abfahrt, was ich ja ziemlich blöd finde eigentlich, weil dann startest du ja eigentlich schon mit ja plus 1. Ja, wir haben jetzt noch 0,5, also eher 0,7, dann können wir schon Motor starten.
Motorsound, muss ich sagen, finde ich auch höchst interessant. Mit diesem, also das ist ja irgendwie so in, ja, so in regelmäßigen Abständen oder so. Kann ich ja mal hören. Aber ich glaube, den meisten wird es schon geläufig sein, weil der immerhin ist jetzt auch schon seit etwas länger draußen. Ja, da hinten ist No 405. Also in Gieren. Auch auf der 450. Also ich muss sagen, ich habe auf Elemental richtig viele Fahrzeuge in die AI-Liste reingetan. Weil ich halt einfach so viele Repaints gefunden habe. Und ich weiß nicht warum, aber Omsi mag die O405 GN anscheinend nicht so, weil irgendwie fahren die kaum als KI. Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich so einen als KI sehe. Und ich muss dazu sagen, also die... Oh ja, da können wir abfahren. Ich muss dazu sagen, die neuen MANs, also gut, die sind jetzt nicht neu, also die hier, die wir fahren, die ich neu in die AI-Liste reingesetzt habe, die fahren auch ständig. Keine Ahnung warum. Aber ich finde es, ja, ich finde es immer schön, wenn halt so viele verschiedene Fahrzeuge auf einer Karte fahren können und wenn es dafür dann halt auch Repaints gibt, weil man könnte ja auch sagen, ja, also du kannst doch auch hier das und das Fahrzeug, was du halt gerne haben möchtest, da reinsetzen. Okay, das war schlecht gefahren. Du kannst ja auch alle möglichen Fahrzeuge da reinsetzen. Ja, das ist richtig, aber ich finde es dann halt schöner, wenn die dann auch noch Repaints haben. Und wo wir gerade davon reden, da ist mal wieder einer von den neuen MA1. Und ja, also die haben ja auch hier so verschiedene, ja, Schäden, sage ich mal. Hier sieht man ja auch, also das ist ja Repaint-mäßig so gewollt, dass es hier so ein bisschen komisch aussieht. Aber das, ja, finde ich halt auch ganz schön. Es gibt halt auch, ich glaube, 53 Repaints waren es, die da jetzt da drin waren. Das ist schon gut und ja, das sieht halt auch irgendwie jeder Bus schon so leicht anders aus. Zum Beispiel habe ich einen gesehen, der einen Unfallschaden hat. Den bin ich jetzt aber tatsächlich selber noch nicht gefahren. Den ist mir jetzt bis jetzt auch noch nicht als KI entgegengekommen, weil das einfach noch nicht so lange draußen ist, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt schon 10 Runden mit den Dingern, bin ich schon mal gefahren. Nee, das Ding ist seit ein oder zwei Tagen draußen. Das geht dann halt auch zeitlich nicht. Oh, gerade für uns Grün. Das ist doch schön. Wir fahren dann die ganzen anderen Linien hin. Also wir sind hier die 450 alleine, die jetzt den Schlenker über den Vakonenberg macht. Lemmental-Vakonenberg. Umsteigemöglichkeit zur Linie 454. Genau, die fährt dann halt hier rein, die 454. Was mir auf Lemmental auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil Lemmental irgendwie gefühlt die einzigste Karte ist, auf der mir das aufgefallen ist. Und zwar kann man die K-Pfade oder auch die Human, also Menschenpfade, sehen. Das ist schon wieder so ein M1, ne? Ne, das ist ein O530, der nicht richtig lädt. Und zwar, ich gebe das hier, ja. Gut, das seht ihr jetzt halt das, was ich meine. Das, ja, finde ich halt ein bisschen schade. Warum lädst du denn jetzt nicht? Ich muss sagen, ich habe Omsi jetzt... Warum sehe ich eigentlich keine Ampel? Ich muss sagen, ich habe Omsi jetzt gerade eben neu gestartet. Und ich habe auch den 4-Gigabyte-Patch drauf. Aber gut, warum Omsi mich da jetzt so hasst, dass es zur Aufnahme gleich so wird, weiß ich nicht. Warum steht er denn so weiter vorne? Guten Tag. Hallo. Was ich auch cool finde an dem Bus ist, dass die Türen so schnell zugehen. Was ich gewöhnungsbedürftig finde, ist die Sicht nach rechts. Also so ist... Ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Nächste Haltestelle, Lemmental-Ulrich-Wieber-Gasse. Ach, guck mal, den Solaris da vorne von Persik kann er laden. Interessant. Ja, gut, also... Ja. Vielleicht mag Omsi Kretz einfach nicht so. Wäre eine Möglichkeit. Mal schauen, wie viele Busse er sonst noch nicht laden kann. Aber
Welche Linie bist du denn? Auf der 456. Ich muss sagen, also ich finde die 456 ist meine Lieblingslinie auf Lemmental. Ich weiß nicht warum, ich finde die cool. 450 ist auch ganz nice. Weil, ja, das war meine erste Linie, die ich auf Lemmental gefahren bin. Ja, trotzdem mag ich die. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, ich fahre den ganzen Tag. Ja, das heißt Tageskarte, aber ist okay. Dann sehe ich doch schon wieder einen Bus. Wer bist denn du? Ah, ein U530. So, einmal wieder raus, also ja, wegzoomen. Einmal U530 von der RVL. Auf der 455. Nächste Haltestelle, Lemmental, altes Rathaus. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 451, 454, 455 und 456 sowie zum Sightseeing-Verkehr. Ja, stimmt, es gibt ja auch auf Lemmental so einen Sightseeing-Verkehr. Den können wir auch mal fahren. Den bin ich auch schon mal gefahren und ich finde es echt interessant, mit so einem Doppeldecker, hallo, vor allem da dann durch den Tunnel auch zu fahren. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ja, Tageskarte. Kriegst du 30 Dankeschön. Zurück, bitte. Plus 0,5 ist okay. Ich muss dazu sagen, ich mag Lemmental sehr, sehr gerne, weil ich diesen Wechsel zwischen Stadt und Überland sehr, sehr interessant finde. Und ich muss sagen, Lemmental erinnert mich einfach, ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich einfach an eine Stadt, die ich mit dem ÖPNV sehr, sehr interessant finde. Die, ja, man kann gewisse Punkte erkennen. Es liegt zwar in Die Stadt liegt nicht da, wo Lemmental liegen sollte, nämlich in der Nähe von Köln, sondern eher dann doch woanders. Ja, ich möchte dazu jetzt einfach mal nichts sagen, weil vielleicht denken sich dann manche, hä, nee, das ist doch ganz Hallo. Anders und ich finde, es ist doch die und die bitte. Stadt. Ja, gut. Kurzstrecke mit den Zehner bezahlen. Wo kommen wir denn da hin? Dankeschön. Bitte. Ich mag die Stadt im ÖPNV sehr, sehr gerne und deswegen, ja, ich erkenne da Lemmental einfach wieder, ja, solche bestimmten Linienführungen, dass es so zwei eher zentrale Punkte gibt, wie den ZOB und den Hauptbahnhof und dass sie da dann alle über eine Strecke fahren, die so durch die Innenstadt geht. Ja, das erinnert mich dann schon daran. 56, 457, ja, ja, ja. SB51 und haben wir's mal. SB52 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. So, haben wir's. Gut. Ja, gut. Ja, jetzt da ist gerade der Zug angekommen. Könnte schwer werden, dass ihr den noch bekommt. Hättet ihr vielleicht einen Bus früher fahren sollen, weil wir sind eigentlich pünktlich. Ja, guck mal, jetzt fährt er schon los. Ja. Was ich auch noch sagen wollte, ist, mir ist es jetzt in, also ich interessiere mich auch privat so für den ÖPNV, auch anderer Städte. Und ich schaue dann ganz gerne mal auf so Fuhrparklisten im Internet. Ach, guck mal, da ist sogar die A26, auch wieder so ein MAN. Und ich glaube, ja, das sieht auch einer nach Unfallschäden aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob es der war, den ich meine. Ich glaube nicht. Und zwar, also ich habe jetzt bei ein paar Städten auch schon gesehen, dass, ja, es gibt Städte, die haben, ja, so 2005er Busse, sag mal, hey, das verstehe ich nicht ganz, war das nicht der 451er, der vorhin am Zopf stand? Gut, könnte ein anderes Kennzeichen gewesen sein, aber... also es gibt Städte, die haben so, ich nehme es mal als Beispiel, 2005er Busse, 2006er Busse und 2007er Busse.
Und sie haben jetzt halt neue Busse gekauft, was verständlich ist. Und das bedeutet, ein paar alte Busse müssen gehen. Ist ja standardmäßig. Passiert ja in jedem Verkehrsbetrieb so. Ist ja auch nichts weiter schlimm daran. Was mich aber massivst stört, ist, was in letzter Zeit ich auch immer öfter sehe, ist, ja, also wir haben hier 2005er Busse von meinetwegen. Ich möchte jetzt nicht konkretes Beispiel nennen. Also, wir haben. Ja, jetzt red mal fertig, ey. 452 und 455 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Ja, Hass ist jetzt mal gut. Also wir haben 2005er Busse vom Hersteller A. Wir haben 2006er Busse, die, keine Ahnung, das ist übertrieben, Elektro sind, vom Hersteller B. Wir haben 2007 ebenfalls Busse vom Hersteller B, die Elektro sind. Und wir haben 2008 vom Hersteller A, die auch Elektro sind. Gut, manche Leute können es jetzt wahrscheinlich zurückführen und dann in die Stadt in die Kommentare schreiben, wie es ist. Darauf werde ich aber nicht eingehen. Und was machen sie? Wir haben hier jetzt so alte Busse vom Hersteller A, was glaube ich, wie ich ihn genannt habe. Aber, ach komm, wir mustern die Elektro vom selben Hersteller, die drei Jahre jünger sind, einfach erstmal aus. Wo ich mir so denke, hä? Warum denn? Ihr habt alte Busse, die umwelttechnisch nicht gerade die besten sind. Und dann habt ihr neuere Busse, die etwas besser sind, die auch ja, 3 Jahre jünger sind. Aber die werden natürlich als erstes rausgeschmissen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat es irgendwelche Gründe. Ich sehe persönlich da aber keine Gründe, muss ich sagen. Und es geht mir halt bei vielen Verkehrsbetrieben in letzter Zeit so. Nochmal O405. Ey, heute ist echt O405 Tag. Das freut mich aber auch, muss ich sagen. Ah, hier ist noch ein Name. Der war doch bestimmt wieder auch auf der 450, ne? Ja. Und du bist 452. Und du bist SB51, oder? Ja. Und ja. Das wollte ich dazu einmal sagen. Und dann ansonsten morgen kommt für Tramsim die Linie 71 kostenlos als Update. Dazu werde ich auch ein Video machen. Mal schauen, wie viel Uhr das Update dann rauskommt, aber da könnte ich auch schon mal drauf freuen. Und dann, ja, steht sonst noch so an. Halt um sie Adventskalender. Ich möchte auf jeden Fall noch ein Video zu Tettau 2021 machen und zu Region Grundorf V4. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das eine würde ich ganz gerne mit dem Iveco fahren, das andere mit dem Solaris 3. Generation. Das wird in den nächsten Tagen, vielleicht sogar noch dieses Jahr, passieren. Also ich gehe davon aus, dass eins sicher noch dieses Jahr passiert. Ob ich alle zwei noch dieses Jahr schaffe, weiß ich noch nicht. Muss ich dann mal schauen. Aber ich würde ganz gerne eigentlich mit Region Grundorf V4 starten. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwas, mit dem wirklich keiner gerechnet hat im Adventskalender von Omsi raus. Dann werde ich, wenn das mir auch persönlich gefällt, das auch zeigen. Zum Beispiel, was ich ja sagen muss, also bis jetzt gibt es noch keinen wirklich neuen Bus im Kalender. Also es gab zwar immer wieder so Modifikationen für ein paar Busse, aber so wirklich keinen richtig neuen Bus gab es jetzt bisher immer noch nicht. Und jetzt langsam geht der Adventskalender auch wieder Richtung Ende. Und ja, also ich muss sagen, ich persönlich hätte tatsächlich mit mehr neuen Busmodellen gerechnet. Aber ja, waren meiner Meinung nach wieder viele Repaints dabei. Ja, gut, aber irgendjemand muss es halt erstellen und ja, kann ich halt auch nachvollziehen, wenn man dann halt die Busmodelle wie zum Beispiel auch sowohl das ja aktuell macht mit dem Solaris 4. Generation, dass man das halt einfach über Patreon in einer Beta-Version halt dann
verkauft, in Anführungszeichen. Dass es mir halt da unterstützen kann, dass er das so halt weiterentwickeln kann. Also, ich würde mich tatsächlich richtig freuen, wenn der Solaris 4. Generation auch mal als Freeware dann kommt, wenn er... Oh, da können Autos entgegenkommen. Wenn er dann halt mal fertig ist. Ja, das würde mich freuen. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn Sobol sagt, nee, das geht nur über Patreon, weil ich will halt auch damit Geld verdienen. Weil das ist halt schon eine Arbeit da. Keine Ahnung, wie viele Bus... Zweimal kurz stark gebremst, das ist jetzt nicht die Welt. Der Bus gibt mal Gas jetzt hier. Genau, ach, wir haben sogar schon plus 1, habe ich gar nicht drauf geachtet. So viel, wie ich erzählt habe. So, Bus. Das hier finde ich auch ganz schön, hier, da so. Ja, wir fahren durch so, ja, was ist das eigentlich, bautechnisch, keine Ahnung. Rechts neben ist Fluss und dann kommt die Eisenbahn. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen, tut mir leid, aber plus 1 würde ich ganz gerne noch rausholen. Aber hier ist ja auch schlecht möglich, schnell zu fahren, weil hier überall diese Wände sind und enge Kurven und ja, ich möchte sogar jemand aussteigen in diesem Kaff. Man einsteigen. Sieht jetzt nicht danach aus. Ich glaube nicht. Oh, fahr mal los. Ist mit der Haltestellen Bremsefreigabe. Ups, was war das? Bus? Würde ich euch dann tatsächlich gerne am Ende nochmal zeigen, weil, also wenn ich das jetzt hier mache, dann werde ich vielleicht gar nicht mehr hier vom Fleck kommen und müsste alles nochmal neu fahren. Und ja, deswegen würde ich das vielleicht an der Endstation euch mal zeigen. Hochstrund Feldweg. Umsteigemöglichkeit zur Linie 452. Ja, also die 452 fährt hier auch mit bis aktuell auf diesen Abschnitt. Und die trennt sich dann später von uns auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese Ortschaft heißt, in der wir uns da trennen. Ja. Aber werden wir dann ja sehen. Vielleicht ist es sogar Hochstrund, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ja, gut. Das war schlecht gefahren. Wie gefühlt heute alle Kurven. So. Bei uns in meiner Stadt fahren die einfach immer über den Kreisverkehr drüber. Also, soweit es halt geht, was halt nichts ist. So. Kurzer Halt, schau mal. Da geht's. Wir haben nur noch plus 0,5, also wir fahren echt gut. Hier warten ganz schön viele. Ich nehme an, da kommt gleich ein KI-Bus entgegen. Ja, genau. Ich glaube, hier trennen wir. Ja, hier trennen wir uns von der 452. Auf die Felde hier rechts weiter nach Kleinsteinburg, glaube ich, fährt die weiter. Aber wir fahren jetzt bis zum Adlersbruch. Es gibt auch Kurzläufer, die fahren nur bis Oberesch Bahnhof. Da werden wir auch noch vorbeikommen. Ja, aber ich habe mich heute für die längere Variante entschieden und schau mal, ob hier irgendwo KI-Bus kommt. Ja, da hinten. Nee, das ist. Nee. Gut. Hab ich gerade einen Laster mit einem KI-Bus verwechselt und wir haben grün. Hochstrund, Kirch. Ah, doch, da kommt er. Mal wieder Kretz. Mit dem O530, der
blaue. Also ich finde die Kretzwehr-Repaints echt, ja, dass jeder Bus einfach eine andere Farbe hat, dass man auf so eine Idee kommt. Mal eine Kurzstrecke, bitte. Ja, ja, Kurzstrecke. Danke. Bitte. So, weiter geht's hier. Hier, ah, da können wir fahren. Ah, das ist jetzt kritisch. Zum Glück habe ich die Kollision aus. Ich habe mir nämlich noch überlegt, ob ich vielleicht tatsächlich mit Kollision fahren sollte, aber... Ja, ja, das ist eine Kurve, was soll ich denn machen? Wenn ich geradeaus fahre, in die Bäume rein, beschwert ihr euch auch. Ihr seid echt mit nichts zufrieden. Außerdem haben wir plus 1 und die muss ich irgendwie rausholen. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Bus gar keine Innenanzeige hat. So, ja. Warum haben wir eigentlich immer noch plus 1? Können wir durchfahren, hoffentlich? Ja, sieht gut aus. In Wederfeld. Hier durchhatzen einfach. Nächste Haltestelle am Hühlenfels Wanderparkplatz. Nur einmal über den Fluss. Tut dem Bus sicherlich gut. Naja, ich glaube eher nicht. Jetzt kommt hier gleich ein Bahnübergang. Schranken sind offen. Aber trotzdem fahren wir da mal ein bisschen langsamer. Wir haben jetzt ja auch, sind ja pünktlich 0:00. Gut, das wird doch noch relativ schnell. Habe ich eigentlich damit gerechnet, dass wir da vielleicht doch noch ein bisschen langsamer fahren, aber ja. Gut. Guck mal, wir kommen sogar schon in die Richtung, dass wir zu früh werden. Oh, die Kurve ist echt assi. Das hätte man noch einfach begradigen können, aber ich glaube, genau das war das Ziel von Lemmental, dass du halt auch solche, ja, etwas schwierigeren Kurven hast. Hier fährt ja auch manchmal ein Gelenkbus. Generell finde ich das System von Lemmental sehr interessant, dass du, dass die Linien, es gibt keine Gelenkbuslinien und keine Sololinien, es gibt nur gemischte Linien. Das heißt, da fährt dann halt auf dem einen Umlauf fährt dann halt ein Solo, auf dem nächsten vielleicht nochmal ein Solo und dann ein Gelenk. Und ja, das sind genau wieder solche Sachen, die mich halt in die Stadt von vorhin erinnern, wo ich mir denke, es könnte auch schon wieder passen. Nächste Haltestelle, Geratshof. Warum haben wir jetzt minus 1? Gut, vielleicht bin ich letztes Mal ein bisschen schnell über den Brandübergang gefahren. Wäre eine Möglichkeit. Aber, ach, auch hier liegt wieder ein 30 km/h Schild wieder auf dem Boden. Ja, so ist ähnlich wie in Steinkirchen auch. Hatten wir auch schon mal. Gut, die Kurve war auch wieder schlecht gefahren. Heute ist echt nicht so mein Tag, habe ich das Gefühl. Die engen Kurven. Der Motorsound, auch immer dieses Knattern. Ah, jetzt haben wir wieder minus 0:00. Passt doch. Easy. Genau, jetzt kommen wir gleich zu nach Oberesch. Wo dann auch ein Kurzläufer endet, nämlich der zum Oberescher Bahnhof. Genau. So, hier weiß ich immer nicht, soll ich hier auf dem Steinweg bleiben oder soll ich hier reinfahren? Ich fahre eigentlich immer ganz gerne hier rein. So. Moin.
muss ich halt hier wieder irgendwie wieder hochkommen. Der ganze Bus wackelt. Okay, Bars. Ja, Oberesch-Bahnhof. Nächste Haltestelle, Oberesch-Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 551 und 554 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Mhm. Gut, ich würde mich freuen, wenn hier jemand zukommt, aber ja, ist ja kein Muss. Also gefühlt, wenn ich hier bin, kommt kein Zug. Aber der Bahnübergang macht immer munter seine Geräusche. Dann steht der U35 von der VKK. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Und dann einer von der RVL auf der 450. Der andere ist, glaube ich, für 551 oder 554. Ja, 450. Moin, Kollege. Ach, dann sind sogar zwei von denen. Gut, der Bus hat anscheinend Probleme mit dem Automatikgang. So, von was seid ihr jetzt? Von der VVK, okay. Du auf der 551, der dem entgegenkommen ist auf der 554. Warum steht hier eigentlich keiner? Hallo, das ist ein Bahnhof. Auf 5 und 4 Derpelzentrum. Dann sollte jetzt irgendwo losfahren. Ansonsten hier in 14 Minuten 450. Achso, da will jemand sitzen. Ja, gut. 35 Minuten nochmal zum Adlersbruch. Und hier 551. Jetzt auch nach Derpel. Aber da steht Oberesch-Bahnhof. So, fahren wir mal weiter. Jetzt haben wir schon Verspätung. Achso, da hinten gibt es noch einen. 554 nach Urden. Das sieht mir nach einem Stundentakt aus, wenn da steht, dass er in 47 Minuten kommt. Nächste Haltestelle. Ja. Alles gut. So, was wird es hier? Wahrscheinlich stehe ich auf deinem Pfad oder so, oder? Verstehst du das jetzt? Nee, versteht er natürlich nicht. Okay. Wir nehmen uns die Zeit und fahren rückwärts. So, fährst du jetzt? Nein, fährst du natürlich nicht. Oh, ja, gut. Tut mir das jetzt leider leid, aber da muss ich einmal kurz durch dich durchfahren. Ich weiß jetzt nicht, was ich ansonsten machen hätte sollen. Gut, ich hätte vielleicht F4 mal ein bisschen andere Karren absuchen können. Aber das, ja, ist ja dann einfach dieses Auto weg, dass die Autos halt wieder neu spawnen. Sogar Busampeln. Richtig fortschrittlich hier auf Lemmental. So, moin. Hallo. Rein. Hallo. Jetzt habe ich grün, jetzt bald euch mal. Ihr Hallo. Seid voll lahm heute. Na toll, ey. Da fahre ich noch. Das war noch grün. Ja, guck mal, die Autos haben auch grün. Vor allem kommt das war noch grün. Nein, das war volles Rot, aber... Warum steigt ihr denn jetzt hier alle aus? Was ist mit euch los? Nächste Haltestelle, Frohnheim. Ah, hier hat Kretzer ihren Betriebshof. Sieht jetzt nicht so toll aus, einfach so ein Schotterweg. Wie ihr auch schon am Ibis erkennen könnt, sind wir bald. Da, so, auch hier fahre ich mal wieder hier rein. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Der Motorsound ist immer noch höchst interessant. Der
ganze Bus wackelt einfach jedes Mal. Nächste Haltestelle, Adlersbruch Tierpark. Etwas schnell genommen und da haben sie die Frage so meiner Meinung nach voll zurecht beschwert. Sag mal, eigentlich wollte ich da reinfahren, aber jetzt stellt er sich da so komisch hin. Gut, vielleicht ist es doch gewollt, dass ich hier vorne. Guten Tag. So, wir fahren mal weiter. Nächste Haltestelle Endstation und dann zeige ich euch das mit dem der Haltestellenbremse, die meiner Meinung nach nicht funktioniert. Ne, die Türfreigabe. So. So. Kommt hier irgendwas mit Terminus? Bitte aussteigen? Nee, anscheinend nicht. Genau, guck mal, kein Pausenplatz. Wir fahren nämlich noch in den Pausenplatz. Haha. So, raus mit euch. Ja, los, Bus. Gib Gas. Genau, also dieses kleine Wendeding, das finde ich auch, ja. Finde ich nice. Und dann würde ich euch das mit 8 stimmen. Oh, die Leute sind jetzt alle raus. Oh, nächste Haltestelle. Geht es ja gar nicht mehr. Adlersbruch. Damit hat dieser Bus sein Ziel erreicht und endet hier. Bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände zu entfernen. Ja, da kommt der Fahrplan. Türfreigabe und so ist es. Ah, genau. So, ich habe jetzt halt auf diesen Kippschalter auf den hier gedrückt und jetzt ist die Tür halt auf. Wenn ich jetzt hier wieder zurückklicke, passiert nichts. Haltestellenbremse rein, raus. Funktioniert nicht. Ich kann jetzt mal mit der Tastatur-Taste zudrücken. Ich kann es auch wieder über den Schalter. Und über den Schalter kann ich es gar nicht mehr aufmachen. Naja. Okay, also das ist auf jeden Fall das, was ich meine. Und da stehen wir hier schief. Naja, und hier sind immer wieder die Pfade. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs mit dabei sein. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.